So. Hi. Und willkommen zurück zu unserem zweiten Playthrough von Nier Automata. Und ja, weil es der zweite Playthrough ist, spielen wir als 9S. Natürlich spielen wir als 9S. Mir ist gerade einmal eine Sache aufgefallen. Was? Wir haben immer noch dieselben Pots aus unserem ersten Playthrough. Okay, da war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist eine neue Session. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen verwirrt bin stellenweise. Ich schätze mal, jetzt werden wir in die Wüste geschickt von Anemone, oder? Number 2. Hm? You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. Oh. My name is Anemone. Oh, die Reaktion ergibt. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure die Reaktion. My people will have for you. Please, sie hat 2A in ihr erkannt. A2. Sie hat A2 in 2B erkannt. Ich weiß, das klingt für Leute, die das Spiel nicht kennen, jetzt ein bisschen verwirrt, aber... Oh, das fällt ja wirklich erst beim zweiten Mal spielen auf. Wie cool. Es ist schön, wenn Spiele sowas haben, was einem dann wirklich erst auffällt, wenn man dann das zweite Mal spielt. Was bist du denn nochmal von uns? Willkommen, willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand. Korrekt, jede Art von Artikel hier wurde von Hand hergestellt, aus herumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann, zum Geschäft. Was kann ich euch zeigen? Ja, ich brauche eigentlich nicht. Verkaufst du Plug-in-Chips? Du meinst diese kleinen Dinger, die deinem Körper als Power-Up dienen? Leider nicht. Ich würde gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann kämen wir sicher ins Geschäft. Aber bis dahin, sag mal, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein. Seht ihr, damit komme ich nicht wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin handelst du mit Nachschub und Ersatzteilen. Wenn das so einfach wäre, leider sind all unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschinen aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könntet ihr bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? In Ordnung. Ach, tausend Dank. Okay, also ich brauche einen defekten Schlüssel, ein kleines Zeitrad und einen defekten Schaltkreis. So etwas bekommst du einen Feind an der großen Lichtung zur Linken, wenn du das Lager verlässt. Ja gut, das haben wir wahrscheinlich schon. Ja gut, das wundert jetzt nicht. Und wie man vielleicht auch merkt, The Resistance is a valuable ally to your hub. By helping them, we also help ourselves. Das ergibt Sinn. I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Ja, und wie man merkt, wir spielen bis dato, also zumindest an dieser Stelle, spielen wir dieselbe Handlung wie mit 2B. Aber das wird ja später auch noch sich ändern, wie man weiß. Ey, ihr habt die Materialien gefunden, das ist klasse. Ich kann jetzt mit den Upgrades anfangen und Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beines übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Tja, mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert und ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann immer noch ich oder wäre ich nur... Egal, das ist mein Problem. Wollt euch nicht damit belästigen. Ich sollte bald noch mehr Waren bekommen, also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Ja, wie gesagt, das Dilemma hatten wir... Das ist ja auch dieses Dilemma, ab wann fängt irgendwann an, etwas Neues zu sein. Das war ja bei... Sounddateien, nice. Bei 2 von 5 fantastischen Soundtracks. Bis demnächst. Das ist ja dieses Dilemma von... Das wurde zum ersten Jahr mal mit einem Schiff, glaube ich, formuliert. Dass, wenn man die Teile von einem Schiff, wenn man die nach und nach austauscht, wann hört es dann auf, dasselbe Schiff zu sein? Oh, du gehörst wohl zu Yorha. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich sowas interessiert. Welche Art von Waffen? Kunde bausch Relikte der alten Welt nach oder repariere sie, wo mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen.
Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktioniert, konnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Das sieht wirklich hinüber aus. In der Tat, und wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für so delikate Reparaturen nicht gemacht. Im Ernst, das wäre eine große Hilfe. Sieht so aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Das muss überlastet sein. Ich schätze, 4 komplexe Apparaturen dürfte für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde. Das heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche. Allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Okay, das ist interessant. Du gehörst zur Yorha-Einheit? Was ich auf dem Kopf trage? Das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt ablockt. Nicht! Und was ist dein Anliegen? Es war ein lustiger Plausch, komm mal bald wieder. Die Bitte des Waffenhändlers aktualisiert dann. Also, der Part hier wird wahrscheinlich noch relativ viel Backtracking sein und viel, was wir schon gesehen haben. Operator 210 to 9S. This is your regularly scheduled contact. This is 9S. Nothing to report. Weather's sure nice today, though. Nothing to report. Copy that. Wow. And no need for a weather report. Operator 210 out. Oh, er wollte Smalltalk machen. You don't have to be so formal all the time, operator. Though I kind of like that about you. Ja, macht die Sache einerseits unkompliziert, aber ist dann halt etwas blöd, wenn man tatsächlich mal eine Casual Conversation haben will. Naja. Warte, sind hier auch mehr Maschinenwesen unterwegs wie sonst? Also wie meinem ersten Playthrough, es kommt mir halt beinahe so vor. Zumindest hier kann ich mich an den Flock an Maschinenwesen jetzt nicht erinnern. An diesen Trupp, bei dem wir gerade vorbeigeschaut haben. Oh, stimmt, das war ja diese Barrikade. Da war doch auch noch eine Schatztruhe drauf, oder? Auf der Barrikade, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier das falsche Universum ist, dass da ein Barrikadax drauf ist. I'm picking up hostile machine life forms. Du kannst sie dann aber auch einfach liegen lassen, wenn du am Picking up bist. Nein? Okay. Okay, durch das Schild können wir nicht hacken. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Wir müssen erstmal die Kleinen ausschalten und dann auf das Große. Und dann auf den runden Kern hier gehen, right? Sieht so aus. Hacken abgeschlossen, sehr schön. Aber ich habe mir gerade gedacht, das wird den anderen Gegnern hier doch ordentlich Schaden machen, oder etwa nicht? Und es sieht definitiv so aus. Weil ich sag mal so, diese fliegenden Dinger hier auszulöschen, das ist, glaube ich, ziemlich nervig. Also die Dinger hier. Aber wenn wir schon dabei sind, dann können wir den hier auch komplett wegtargeten. Oh, der andere hat auch nicht mehr viel HP. Ah, Tobi hat den erledigt. Sehr schön. To be or not to be. Aber man merkt schon, dass es ein ganz schön anderes Kämpfen ist, um es mal so zu sagen. So, 3 von 4. 4 von 4, okay. That should be enough. Let's get these back to the trader. Weil hier oben drauf war doch eine Kiste, wenn ich mich recht erinnere, oder? Auf jeden Fall bei irgendeiner Art Barrikade gab es eine Kiste. Obwohl man ja sagen muss, die geöffneten Kisten, die bleiben ja auch geöffnet.
Das finde ich sehr angenehm. Das heißt, wir können uns nur auf die hackbaren Kisten konzentrieren. Und ja, ich weiß, ich habe schon im letzten Part gesagt, aber es ist so komisch, diese Gegend hier noch intakt zu sehen. Wenn ihr mich fragt. Aber naja. Ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr lange der Fall sein. Ja, Tobi hat Bock. Aber ich bin auch echt schon gespannt auf, wie hier aus seiner Sicht die nächsten beiden Bosskämpfe gestaltet sind. Oh, das wird echt cool, denke ich. Die Bosskämpfe aus 9S's Sicht. Das dürfte reichen, um dein kaputtes Gerät zu reparieren. Na, sieh mal einer an. Dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich, das zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Würde mich manchmal fragen, ob meine Waffe meine Freundin nicht einfach schneller sterben lassen? Ach, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder hier vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich haben. Hey, du bist es. Was hätte ich vergessen? Ich schulde dir ja noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken, dass hier alles wieder seinen Gang geht. Hier also ein paar Verbesserungsmaterialien. Möchtest du sie ausprobieren? Ja, schon. Ja gut, die Waffen haben wir hier natürlich alle, aber wir können noch einiges verbessern. Zum Beispiel Faust Typ 40 oder 4-0. Wahrscheinlich 4-0, wenn wir ehrlich sind. Grausamer Schwur. Den können wir sogar noch grausamer machen. Such mich auf, wann immer du Hilfe mit deinen Waffen brauchst. Apropos Waffen, da muss ich mal nachgucken. Was haben wir ihm jetzt eigentlich ausgerüstet? Waffenset 1. Ja, würde ich schon... Ach, wir haben grausamer Schwur sogar schon ausgerüstet. Oh, okay. Anscheinend. Ja, grausamer Schwur. Dann wird uns jetzt Anemone in die Wüste schicken, oder? Ach hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viel Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine große Sache sein. Tja, und ich habe gehört, dass ihr Yorha-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unseren Verbündeten in der Wüste Bescheid sagen, dass ihr kommt. Seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, wir kommen gleich in Kontakt mit dem Knallkopf. Aber das ist nicht das, worauf ich mich freue. Sondern das, worauf ich mich hier am meisten freue, ist, in der Wüste gab es unter dem Boden ja eine hackbare Tür. Und das wird sehr interessant. Transferring coordinate data for the location specified by Resistance Leader. Nice, Operator. You work fast. Mindless chatter drains energy, 9S. Please keep your comments reserved for mission-related topics. Aww. Yeah. Mir tut 9S irgendwie total leid. Man hat das Gefühl, der will wirklich einfach nur nett sein. Und dann wird er ständig irgendwie gesagt, kannst du bitte dich auf das Wesentliche konzentrieren hier. Aber das zeigt auch, wie kalt diese Welt geworden ist, wenn man es so sehen will. So, bei der Gegnermenge wird es ja Sinn ergeben, hier einen Gegner zu hacken, oder? Wenn ihr mich fragt. Oh mein Gott. Kannst du bitte aufhören damit? Weil dann können wir hier, ja, genau das hinbekommen. Weil wenn sie gehackt werden, explodieren sie. Und bei Gegnermassen natürlich super useful.
ergibt ja auch nur irgendwie Sinn, ne? So, und ich musste für mich mal kurz das Spiel leiser machen. Ich habe das an meinem Headset gemacht, also solltet ihr keine Veränderung hören. Okay, die sind gerade aggro auf uns. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass auf Y kein schwerer Angriff liegt wie bei 2B, sondern dass wir dann versuchen mit dem Hack anzufangen. Das ist für mich noch ein bisschen ungewohnt. Have we seen these things before? Ach, das... Stimmt, das ist jetzt das erste Mal, dass sie sprechenden Maschinenwesen begegnen. Und das sind hier die Maschinenwesen mit der Goldlegierung. Ah. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte was passieren, wenn ich die erledige. Allerdings sind sie halt auch tanky wie Sau. Was man eventuell daran sieht, dass ihre HP gefühlt gar nicht runtergehen. Aber das heißt vermutlich nur, dass man sie besser hacken sollte. Aber da ist halt auch die Frage, wie schwer das Hacken gegen diese Gegner ist. Oh mein Gott, Hacken macht denen ja auch kaum Schaden. Macht denn überhaupt irgendwas Schaden hier? Aber wenn wir denen kaum Schaden machen, ich würde sagen, dann ist doch mal Zeit, unseren Nahkampf-Damage zu erhöhen, oder? Mit mehr Nahkampf-Damage sollte das ja eigentlich kein so immenses Problem sein, denke ich mal. Aber würde mich wirklich interessieren, wie viel diese Dinge aushalten können und ob sich da irgendwas für uns ergibt, wenn wir die erledigen. Ja gut, aber so lange, bis es braucht, bis die hier down sind, muss man ja auch fast sagen, haben wir ja schon echt viel Zeit, um nachzudenken, ne? Oh, verdammt. Aber bei denen bewegt sich im Gegensatz zu dem Kleinen wenigstens überhaupt der Lebensbalken. Apropos, der Kleine ist auch wieder da. Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, ich mache wieder mein Damage ab. Diesmal ein kleines nur. Eigentlich wollten wir nicht weiter auf dich gehen. Aber okay. Wenn das Spiel es uns schon so anbietet, dann nehme ich das natürlich auch an, ne? Aber ich glaube, hier wäre tatsächlich noch... Wir machen noch ein Damage ab. Vor allem, weil es ja auch bedeutet, dass wir mehr Healing bekommen, wenn wir ein Damage Up benutzen. Weil so funktioniert das ja, wenn man
wenn man so Lifestyle hat. Und das hier ist auch gerade eine echt gute Position, um einen von denen zu hacken, oder? Ich wollte gerade sagen, das wird aber wahrscheinlich gegen einen der Großen ganz schön heavy werden. Oh mein Gott, die respawnen diese Dinger auch noch. Ihre Unterstützer. Heftig. Wollte gerade sagen, komme ich da überhaupt ran irgendwie? Okay, der ist damit down. Der andere Große kann auch nicht mehr so mega viel aushalten. Den sollten wir auch gleich haben. Ah, hat das der Kleine gesagt? Oder wer hat das gesagt? Ich weiß es halt actually nicht. Das erklärt auch, warum der so verdammt tanky ist. Es würde mich nicht wundern, wenn das, wenn die goldenen Maschinenwesen hier zu erledigen, eine Bedingung ist, um irgendein Ending freizulegen. Würde mich nicht wundern. Weil wenn ich eins in diesem Spiel gelernt habe, dann dass, dass solche Sachen nicht zufällig irgendwo platziert werden, sondern dass das sehr wahrscheinlich einen tieferen Sinn in irgendeiner Form hat. Oh, wir haben Gleis. Aber nicht übermütig werden. Gegen den Gegner mit seinen 10.000 HP hier. Das Schlimme ist, er hat sogar wahrscheinlich wesentlich mehr als 10.000. Ja, was ist denn das für ein Ding? Ein Maschinenkern. Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant, wenn ihr mich fragt. Seid ihr aggro auf mich? Nö. Bin ich nicht. Wir haben das ja mit dem Maschinenkern hinbekommen. Da sollte das oder die goldenen Maschinenwesen da eliminiert. Deswegen war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die auf uns aggro sein werden oder nicht. Aber es ergibt ja auch Sinn. Die goldenen Maschinenwesen waren ja etwas eigen. Also sie haben halt dem Dings gefolgt, sind ihrem Anführer da gefolgt, ihren vergoldeten Anführer. Ich wollte dir von vor deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserem Analyseteam ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in die verlassene Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe ihre voraussichtliche Position markiert. Es wäre toll, wenn du sie beim nächsten Besuch holen könntest. Ach ja. Stimmt, das gibt ja auch noch. Da war ja auch noch was. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out. If you need anything, what can I help you with? Mhm, alles klar, Matt Mercer. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Healing haben wir eigentlich noch genug, ne? Wohl, das hier können wir mal auf 30 aufstocken und das hier können wir mal auf 30 aufstocken. You know, just in case. So, hier weiß ich natürlich nicht mehr, wo überall eine hackbare Truhe war. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Ah ne, das ist Matt Mercer. Das ist definitiv auch Matt Mercer. I'm sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Hmm.
Bin so gespannt, was hinter dieser Tür liegt. Also wirklich super gespannt. Das habe ich mich seit meinem ersten Hierherkommen im ersten Playthrough gefragt. Und es sind... hier ist eine besondere Waffe versteckt, so wie es ausschaut. Oh Gott. Ich finde es super, wenn man dieses... Wenn man in dieses... Oh. Drei Hits. Okay, verstehe. Hier scheint sich eine besondere Waffe zu befinden. Grausiger Blutschwur, okay. Das ist definitiv kein Name, der creepy ist oder so. Nein, nein. So, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo hier, bei welchem Ausgang sich Sachen befunden haben, wie mit einer hackbaren Truhe. Weil ich weiß definitiv, dass es mindestens einen Ausgang gab, bei dem es der Fall ist. Das ist der, zu dem ich gerade hingehe. Weil hier ja auch die eine von Emils Erinnerungen so waren. Ah ne, hier sind sogar zwei. Okay. An die hier konnte ich mich nämlich gar nicht erinnern. Okay, dann nehmen wir das mal, I guess. Archiv erhalten. Projekt Gestalt Bericht 2. Projekt Gestalt. Dürfte dann wohl in Gegenstände sein. Nee, oder? In Info. Archive. Haben so wenig Archive. 11B's Fluchtplan. Ja, den kennen wir schon. Aufzeichnung einer brutalen Maschine. Das haben wir in dem Part, wo wir es bekommen haben, nicht gelesen, oder? Vor langer, langer Zeit. Eine Auszeichnung aus einem beschädigten Schaltkreis. Der Anführer eines Tierrudels hat mich gerettet. Als ich beschädigt wurde und mich nicht mehr bewegen konnte, er lebte für das Rudel. Und als er starb, wollte ich das auch. Für alle leben, für alle sterben. Aber ich bin eine Maschine. Deshalb hat mich jeder zurückgelassen. Das Rudel lebt jedoch weiter und bringt neues Leben. Deshalb ist es meine Pflicht, es zu beschützen. Das habe ich meinem verstorbenen Anführer versprochen. Aus diesen friedlichen Gedanken muss ich die Kraft schöpfen, meine Familie zu schützen. Aber eines Tages während des Krieges zwischen den Androiden und den Maschinen wurde der Wald ausgelöscht. Ohne Heimat konnten wir nicht weiterleben. Die Familie fällt auseinander. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer neuen Heimat. Einem Wald, in dem wir alle leben können und uns niemand belästigt. Ich bin hier, also wird alles gut werden. Ich verspreche, dass ich einen Weg finde, alle glücklich zu machen. Oh. Und wir haben die Maschine erledigt. Im Namen des Tierschützers. Oder des Tierliebhabers. Ironisch, nicht wahr? Projekt Gestaltbericht 6. Zusammenfassung. Das heutige Komitee-Meeting wurde aufgrund fehlender Mitglieder abgesagt. Das Kontaktnetzwerk für dringende Abwesenheit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Okay. So, das war... Ihr werdet gleich sehen, welche Kiste ich gemeint habe, an die ich mich erinnern konnte. Die war nämlich da hinten. Wie gesagt, da bei Emis Erinnerung. Eventuell erinnert ihr euch ja an den Part oder wenn nicht, dann immerhin an daran, als das Mal, wo ihr selbst gespielt habt. Vielleicht. Gibt ja auch einige Leute, die zuschauen, die... Ich würde sogar vermuten, die meisten Leute, die zuschauen, haben schon recht gutes Wissen hierüber. Über das Spiel. Also wesentlich mehr als ich. Man soll nicht am Boden leben. Diese Regeln stammt aus einer tragischen Vergangenheit. Wir Maskierten lebten ursprünglich entlang der Küste. Eines Tages wurde unser Dorf von einer mächtigen Flut zerstört. Diese Regel ist eine wertvolle Lektion, die zeigt, was unsere Vorfahren aus dieser Katastrophe gelernt haben.
Also das sollte... Das lernt leider unsere Welt momentan auch, dass es manche Orte gibt, die, wenn man dort seine Heimat aufbaut, in gewisser Weise das Risiko von Naturkatastrophen ausgesetzt ist. Aber ich denke mal, klar, das Nier Automata wurde ja in Japan entwickelt. Da ist das Thema, sage ich jetzt mal, schon aus logischen Gründen etwas präsenter als hier. Okay, hier war nur eine normale Kiste. Okay. Bei Japan, Erdbeben, war ja was, ne? Aber anscheinend, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann können wir in dem 9S-Playthrough jetzt ziemlich viele Daten aus der alten Welt bekommen. Das wäre natürlich nice. Und das würde ich auch echt gerne nehmen. Not gonna lie. Daten aus der alten Welt. Um zu wissen, was damals hier passiert ist. Oh, anscheinend bekämpfen wir das Ding hier. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber okay. So, ich weiß, hier gab es noch andere verschlüsselte Truhen. Weiß nicht, ob es konkret hier war, aber es gab sie. Ach, das hier ist ein anderer Weg zurück ins Tunnelsystem, oder? Stimmt, da waren wir ja beim letzten Mal irgendwann hochgegangen. Stimmt, da war ja was. So kann ich jetzt mal bitte auch wieder nicht weggemobbt werden, wäre ganz schön. Sagt er und wird weggemobbt. Classic. Anyway, machen wir mal weiter. Wir haben hier noch die ein oder andere Truhe zu öffnen. Hab ich gehört. So, dann ecken wir dich mal, damit du dich und deine Begleiter da mal etwas dezimierst. Das ist auch so ein... Das ist irgendwie auch eine merkwürdige Aussage. Kannst du dich mal bitte dezimieren jetzt? Aber naja. Die Sache ist, wenn man hier so viel labert, da kommen manchmal solche Stusssätze gefühlt bei raus. Aber das ist okay. Eine Sache, die ich mir auch gerade überlege, so hätte ich das gewollt. Ich hätte mir eigentlich mit so Stift und Zettel die ganzen hackbaren Truhen und Türen aufschreiben müssen, wo die sind. So richtig schon altmodisch. Aber es wäre bestimmt effektiv gewesen. Ich meine, hätte ich es vermutlich eh nicht gemacht, weil es zu viel Arbeit ist. Ja. Definitiv ja. Aber es wäre ganz witzig gewesen. So, das hier führt uns... Ach, wieder hierhin, nur an eine höhere Stelle. Okay. Aber hier unten war doch noch irgendwo ein anderer Gang, wo eine versperrte Truhe war. Wenn es die beiden nicht waren, dann muss es ja eigentlich von der hier gewesen sein.
Also der hier nicht, weil der endet hier natürlich. Okay, hierfür werde ich definitiv nicht hacken. Da ist der Kampf schneller vorbei, als dass sich das lohnen würde. Vor allem, wenn 2B halt actually mal was macht. Ich finde es auch mal interessant. Obwohl man 9S spielt, ist der Damage-Output von den beiden nicht angepasst. In dem Sinne, dass ja, man spielt 9S, aber man merkt immer noch, dass 2B so die Hauptkampfeinheit ist. Finde ich interessant, not gonna lie. Okay, war hier doch keine hackbare Truhe mehr. Ah, vielleicht hier oben. Also vorausgesetzt, wir kriegen unser Plattforming auch tatsächlich hin. Ah, okay. Kein Thema. Kriegen wir alles hin. Wir kennen ja jetzt den Weg. Der Weg ist auch geräumt. Es ist doch das, was wir hören und sehen wollen, oder? Muss der Rest nur auch noch klappen. Und ich weiß, das habe ich auch beim ersten Mal hier gesagt, aber Perspektivenwechsel hier sind einfach awesome. Nach wie vor. Dann hat sich nichts geändert. Oh Wunder, oh Wunder. Wo gab es denn noch eine Heckbar? Ich weiß, in der Sandwüste, in dem Sandteil der Wüste gab es noch einige hackbare Sachen. Ach, da kommt man gar nicht hoch. Na gut, dann halt nicht, ne? Reden wir mal mit dem Knallkopf. Dann sehen wir die auch mal wieder. Unsere gute Explosionsspezialistin. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way? Wie er so schön vom Namen irritiert ist. Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to. Ich mag Knallkopf. Ich meine, wie kann man Knallkopf nicht mögen? Und ich hoffe, dass ihr auch eine andere Sache mögt. Ah ne, warte. Eine Sache gucke ich noch schnell nach. Nee, doch, passt schon. Dass ihr auch eine andere Sache mögt, nämlich den Part. Und dass ihr mir verzeiht, wenn er an dieser Stelle endet. Auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne liken, kommentieren oder abonnieren. Alles sehr, sehr gerne gesehen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, wann und wo auch immer ihr das hier schaut. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao.